Baufeld! Das eigene Bushcraft-Camp im schönen Wald bauen, das ist ein Traum von mir. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, willkommen im Wald. Ich möchte ein paar Sachen mit euch durchgehen, die dann so in den nächsten Wochen kommen. So Informationen wie, wann kommen die Folgen, wo findest du was für Links etc. Und wir schauen uns dann in diesem Video auch schon mal den Platz an, wo ich meine ersten kleinen groben Fantasievorstellungen mit euch durchgehe. Wann werden denn immer Videos kommen? Immer. Samstag um 9 Uhr, nachdem dieses Video erschienen ist. Wahrscheinlich wird dieses Video an einem Mittwoch kommen und dann wird immer samstags 9 Uhr ein Bushcraft-Camp, eine Bushcraft-Camp-Folge kommen. Wer also nicht extra jedes Mal nach dem Video suchen möchte und immer informiert werden möchte darüber, dass eine neue Folge da ist, aber wenn ihr natürlich die festen Upload-Zeiten wisst, könnt ihr auch einfach selber nachgucken. Trotzdem, wenn du informiert werden möchtest, dann empfehle ich dir natürlich, den Abonnieren-Button zu klicken und dazu noch die Glocke zu aktivieren, je nachdem, wie es dir am liebsten ist. Unten in der Videobeschreibung wirst du immer alle Links zu Ausrüstungssachen finden, aber es wird in den Bushcraft-Camp-Videos nicht um Ausrüstung gehen primär. Das heißt, wenn du wirkliche Reviews und Ausrüstungsbeschäftigungsvideos sozusagen haben will, die sich wirklich mit der Ausrüstung auseinandersetzen, dann empfehle ich dir, auf meinem Outdoor-Ausrüstungskanal vorbeizuschauen. Den findest du auch unten in der Videobeschreibung. Da kommen dann immer die entsprechenden Ausrüstungsvideos dazu, damit wir hier nicht davon genervt werden auf dem Kanal. Dort kommen zwei Ausrüstungsvideos die Woche, immer auch samstags um 9 Uhr und dann den Sonntag immer um 19 Uhr. Eine Sache habe ich noch vergessen, es kann dann sein, dass auch auf dem Outdoor-Kanal, also dem hier, beziehungsweise dem Outdoor- und Abenteuer-Kanal, dann auch mal am Samstag um 19 Uhr ein Video kommt. Das ist dann aber kein Bushcraft-Camp-Video, sondern das kann etwas Ergänzendes sein, wie zum Beispiel ein Rechtsvideo, ja, was ist überhaupt erlaubt, oder ein Outdoor-Basics-Video, also das kann dann was völlig anderes sein. So, genug Rumpaldowert, jetzt gucken wir uns aber mal zusammen den Platz an, den ich mir ausgeguckt habe. Das heißt, wir befinden uns sozusagen in einer kleinen Waldschneise, in einer Waldgrube, möchte ich fast ein bisschen sagen. Und ich möchte dieses Camp hier sehr eingebettet in die Natur bauen. Das heißt, ich möchte nicht so einen toten Fichtenplatz haben, wo ich dann ein riesen Grubenhaus hinsetze und so weiter, sondern ich möchte hier hinter mir Schlafplätze etc. alles ein bisschen in die Natur einbetten und auch ein bisschen tarnen sogar. Ja, also wir werden sehen, was sich da genau ergibt. Aber wir sind jetzt hier sozusagen bei dem Schlafplatz. Den werde ich begradigen. Und dann ist die ganze Fläche hier vorne, auf der ich jetzt gerade stehe, sozusagen Aufenthaltsfläche. Da kommt einiges hin. Hauptsächlich natürlich Schlafplätze, dann auch Sitzplätze. Weiterhin ist natürlich eine Feuerstelle geplant. Da nehme ich euch jetzt mal hin. Die ist aber nicht genau da. Das heißt, die ist so 2 Meter daneben. Das hier hinter mir, das kann man vielleicht nicht so gut erkennen jetzt gerade, aber das ist eine Grube, die schon ja so 1-2 Meter runter geht. Da habe ich schon getestet, ich weiß nicht genau, woher die kommt, die ist wahrscheinlich natürlich, aber da ist keine Höhle drunter. Das heißt, da unten möchte ich eine Feuerstelle reinmachen und gleichzeitig auch in die Grube an den Seiten vielleicht so eine Art Sitzgelegenheiten, je nachdem, wie sich das am besten da ergibt. Da ganz hinten verläuft ein Weg lang. Da gehen ganz wenig Menschen vorbei, eigentlich fast nie. Weil wir uns hier in einem Waldstück befinden, wo eigentlich sehr wenig Menschen vorbeigehen. Das ist mir auch sehr lieb, muss ich sagen. Und dass man sich da schützt, also im Sommer, wenn richtig Blätter sind und so, dann ist man sowieso vor den Blicken geschützt. Ja? Also der Weg ist da 100 Meter in die Richtung, die sehen einen dann überhaupt nicht mehr. Plus, dass man ja noch in der kleinen Kuhle sozusagen drin ist. Aber ich möchte trotzdem dann noch mal gucken, ob man irgendeine natürliche Tarnmöglichkeit findet. Wir werden das sehen. Tja, und jetzt geht es dann auch langsam los, würde ich sagen. Ne? Hier siehst du noch mal den Platz. Ich drehe mich einmal drumherum da drauf. Wir haben hier einige tote Bäume, die ein bisschen weg müssen, weil die sonst eine zu große Gefahr sind. Tote Bäume, ne? Ich will nicht wieder einen Meckerer hören, dass ich lebende Bäume fällen würde, weil sowas mache ich ganz sicher nicht, außer die Bäume gehören mir und ich darf's. Aber hier werden dann die nächsten Arbeiten stattfinden. Da werde ich vielleicht auch mal jemanden mitnehmen, der mir hilft. Ja, oder einfach nur so, um dann mal zu chillen. Ein paar Übernachtungen werden wir bestimmt auch hier machen. Da freue ich mich schon sehr drauf, da gibt es einiges zu tun. Und da werde ich auch heute mit loslegen.
den Baum da, der ist tot. Das ist einer von mehreren toten Bäumen. Den möchte ich weghaben. Und zwar, damit der mir bei Sturm nicht auf den Kopf fällt und natürlich auch, weil mir das durchaus das Bauen leichter macht, den Platz hier zu benutzen, weil ich habe einen sehr begrenzten Platz, weil ich mich in der Natur sozusagen integrieren will mit dem Camp, ja? Weil ich kein Freiflächen-Blockhaus oder sowas bauen möchte, sondern ich möchte integriert das Bushcraft-Camp bauen. Das heißt, das Ding hier muss weg. Das ist aber nicht der einzige. Da hinten ist noch einer. Und dann ist da auch noch ein Baumstumpf. Und ja, die werden wir jetzt erstmal entfernen und sozusagen den Platz so vorbereiten. Dafür nehme ich die Tajima Klappsäge her. Und ich habe erst überlegt. Geh weg, Gestrüpp, du nervst mich. Dafür ist die scharfe Seite bei so einem Sägeblatt nämlich auch sehr gut, um so kleines Gestrüpp wegzuschlagen. Aber das nur nebenbei. Ich habe überlegt, wohin soll der Baum fallen. Ich bin zur Entscheidung gekommen, nach da. Da kann er am wenigsten beschädigen. Das Problem ist, dass er da sich in der Baumkrone verfangen könnte. Das heißt, ich werde ihn wahrscheinlich nach da fallen lassen und hoffe, dass alles gut geht. Und ich habe erst überlegt, ob ich den versuche umzuschubsen, wie wir es damals einmal bei den Pfadfindern gemacht haben. Aber ich werde wohl einen ganz halb semi-professionellen Sägeschnitt setzen, so wie man es mit der Motorsäge machen würde. Das heißt, wir hauen hier einen Keil rein, dass wir eine Bruchkante haben und sägen dann gegenüberliegend etwas höher ein, so lange, bis man ihn umschubsen kann. Das Ganze machen wir ungefähr bis zur Hälfte hier vom Baum. So, den Rest schlagen wir jetzt mit dem Beil raus, weil ich den mit der Säge gerade nicht so gut rausbekomme, Klemmkräfte. Schauen wir mal, wie das alles so funktioniert. Das Ding ist ziemlich hoch und könnte oben überall abbrechen, das heißt, ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich hier gerade so ein bisschen ohne Schutzkleidung arbeite, macht mir das nicht nach. Das ist eine Arbeit, die ihn auf jeden Fall ins Schwitzen bringt. Wir haben auch gutes Wetter. Und jetzt setze ich den Felsschnitt ein bisschen oberhalb vom Keil. Ja, ich packe die Kamera ein bisschen weiter weg. Ich versuche aber noch näher ran zu zoomen, dass da nicht Äste irgendwo ausschlagen und die kaputt geht. Ne? Ja, Leute, der Baum liegt. Einmal noch ganz kurz, ja. Wenn ihr sowas macht, dann nur, wenn euch die Bäume gehören oder ihr die Erlaubnis vom Besitzer habt, mit Schutzkleidung und mit der entsprechenden Ausbildung, ja. Dass ich jetzt keine Schutzkleidung anhab, ist mein Problem, aber macht das bitte so nicht nach. Und auch nur, wenn ihr euch ganz genau sicher seid, wie ihr so einen Baum ansprecht. Das heißt auch, wie ihr die Schnittkanten setzen müsst, wie ihr den Fluchtweg gestaltet und so weiter und so fort. Ich habe dafür extra einen Motorsägenschein gemacht. Über 2 Tage. Nehmt das bitte ernst, ja, weil das Ding hier, wenn dir das irgendwo drauf fällt, das ist Matsch. Ja, da ist auch nicht mehr viel. Das fällt dir aufs Bein, durchtrennt das Bein und da blutest du hier im Wald aus. Und bis ein Notarzt da ist, bist du längst tot. Nehmt das also bitte ernst, auch schon bei kleinen Bäumen. Glaubt mir, ich habe in den Lehrvideos gesehen, was da so alles passieren kann. Das ist schon übel. Aber jetzt wollen wir uns drum kümmern,
wie denn das alles funktioniert hat und ob ich zufrieden damit bin. Und dann machen wir weiter. Das da ist meine Schrittkante, das da ist der Bruchkeil. Ist so lala, weil die Schnittkante ist mir schief geraten, wie ihr sehen könnt. Ne? Die müsste eigentlich so gerade sein, aber die ist so. Ist jetzt zum Glück egal gewesen, sollte aber gerade sein. Und die Bruchkante, ja, die. Und der Bruchkeil ist halt schwierig, weil das hier alles morsch war. Ne? Hier zur Seite ist er ausgebrochen, was er eigentlich nicht sollte. Ne? Er sollte nämlich eigentlich dahin und nicht da. Aber der war so hoch, dass er sich da oben im Baum verhakt hat. Und dann statt darüber zu gehen, ist er dann hier an der Seite von dem Baum langgekracht. Das sind jetzt zwei Dinge, die man hätte besser machen können. Das sind aber keine groben Fehler. Also insgesamt bin ich mit mir zufrieden. Das hat gut funktioniert. Ist alles sicher abgelaufen. Die Richtung stimmte auch so ziemlich, die ich haben wollte. Ja, außer, dass er sich ein bisschen verkeilt hat. Das passiert, ne? Ja. So. Ich würde sagen, dann kommt der nächste Baum dran. Übrigens, bevor jemand meckert, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber es sind natürlich Totbäume, die ich fälle. Ne? Ich fälle keine Lebendbäume, ist schon klar irgendwo. Ne? Aber da sieht man den Baum auch an, dass er tot ist. Also wenn irgendjemand, bevor er diesen Satz hier hört, schon reingeschrieben hat in die Kommentare, was fällst du denn, lebende Bäume? Dann haut ihn bitte einfach für mich. Ja? Weil Leute, man kann das sehen, auch auf Videomaterial, ob ein Baum tot ist oder nicht. Also wenn der solche Morsch, Stücke und Rinde fehlt und was weiß ich, dann siehst du, der ist tot. Ja? Wenn da nichts mehr dran ist, was irgendwie knoss, dann ist der halt tot. Das passiert dann halt. Ne? Und dann ist es auch nicht so schlimm, den zu fällen, solange man natürlich die Erlaubnis hat, sich an die Vorschriften hält, bla bla bla. Ne? Also, auf zum nächsten Baum. Der ist da hinten.